Meine Reise beginnt eine Woche vor dem Event und wird mich in 14 Etappen von Uetersen über Pogshof für ein paar Tage Strandurlaub und dann Richtung Süden bis hinauf auf die Schwäbische Alb und wieder zurück nach Haus führen. Für mich das erste Mal so weit südlich mit meiner Kapp zu fliegen und so viel Bergland unter uns zu haben. Mögen die Abenteuer beginnen! Los geht's am 18. Juni, einem Samstag. Der Wind weht ziemlich kräftig aus West, sodass ich die Strecke von Uetersen bis Pogshof in einem Rutsch machen kann. Cast on frequency 121.280. Flights into the Hamburg control zone are not possible for the time being. In urgent cases or for landing, contact Hamburg Tower on frequency 126.855. Hamburg Broadcast out. Hamburg Broadcast auf der Frequenz 121.280. Einflüge in die Kontrolle in Hamburg sind zurzeit nicht möglich. In dringenden Fällen oder zur Landung rufen Sie Hamburg Turm auf der Frequenz 126.855. Hamburg Broadcast out. Na, das fängt ja super an. Meine Strecke wird jetzt ein bisschen länger werden, da ich erst noch im Norden um die Kontrollzone herumfliegen muss. Die FIS-Frequenz ist heute echt voll und der Kollege in Langen, der ist wirklich nicht zu beneiden. Der freut sich sicher schon auf seinen Feierabend. Ja, ich bin jetzt an Bad Segeberg inzwischen vorbei. Noch knapp 70 Meilen bis zum Ziel. Lübeck vor mir. An alle Stationen, kleinen Moment. Wir sind gleich in der Übergabe. Ich muss den Kollegen informieren, was hier los ist. Der Kollege meldet sich so schnell wie möglich zurück. Kleinen Moment Geduld, bitte. Sich informieren, was los ist hier. Das ist echt was los. Das Rufzeichen, bitte nochmal. Delta Echo Charlie Golf Hotel, Mike Michael. Delta Echo Charlie Golf Hotel, Langen. Delta Echo Charlie Golf Hotel, eine Piper PA 18, zwei Personen an Bord. Wir sind von Fachberg, einmal Ostsee und zurück. Ja, bitte Verkehrsinformationen, wenn möglich. Aktuelle Höhe ist 1800 Fuß. Delta Echo Charlie Golf Hotel, ich habe gerade Kontakt. Skok 7740, QNH 1015. Ah, und da ist mein Fliegerkumpel Martin mit seiner PR 18 Cup auch unterwegs.
dem Frequenzband hier ist es ein bisschen ruhiger. Aber man merkt, dass Wochenende ist. So, noch 30 Meilen. Halbe Stunde. Ja, so schön es auch ist, mit offenem Fenster zu fliegen, nach einer gewissen Zeit wird es jetzt doch etwas zu frisch. Okay, schon mal versucht, den Arm bei 100 Stundenkilometern aus dem Fenster zu strecken. Das war wohl nix. Jo, dann wohl Plan B und mir was Wärmeres anziehen. Oha, aber bloß nicht wegfliegen lassen, das sehe ich nie wieder. Ja, okay, ich glaube für den linken Ärmel reicht es hier nicht ganz. Jo, also muss es dann wohl so gehen. Echo Foxtrot Hotel Juliet, ich bin jetzt über Rostock und kurz vorm Ziel, würde die Frequenz verlassen. Delta Echo Foxtrot Hotel Juliet 7000, schönen Tag noch. Delta Echo Foxtrot Hotel Juliet, Squawk 7000, ebenfalls einen schönen Tag und danke für den Service. Im Anflug auf Foxhof. Es holpert. Gut angekommen und das Wetter sieht die nächsten Tage leider nicht so besonders schön aus. Also steige ich auf alternative Transportmittel um, um die Gegend ein wenig unsicher zu machen.
Das waren ein paar schöne und entspannte Tage für mich hier in Vogtshof und an der Ostseeküste. Morgen geht's dann endlich los Richtung Süden zum Piper-Treffen. Passt auf euch auf und always happy landings!